einen wunderschönen Buenos Dias aus Teneriffa. Und an mein Schiff 1. Ich war schon völlig durcheinander, ja. Ne? Ich dachte, wir wären auf dem Mein Schiff 2. Das waren wir damals. Aber es ist halt so gleich, ne? Ja. Nur das Schiff. Deswegen bin ich verwirrt. Ja. Ja, wir sind aber auch noch was durcheinander, haben wir ja schon erzählt. Die Nacht war nämlich auch was durcheinander. Ja, das war irgendwie windig, ne? Mhm. Dann die kurze Fahrtdistanz. Der ist wenig, wieder gesegelt, wie die Geschwindigkeit. Immer sagen, ne? Das war... ein Knoten vielleicht. Ja, war was dann schaukelig. Hat er gescheppert. Wir liegen ja was weiter hinten, kabinentechnisch. Aber was gut ist, fangen wir mal damit an. Ankermannsplatz. Das, also da waren wir 11:30 Uhr. Nee, da waren wir gestern Abend auch. Hatten die länger auch sogar auf, ne? Ja. Obwohl der eigentlich nur bis 9:30 Uhr hatten wir ja geguckt und wollten schon hier ins Tag- und Nacht-Bistro. Aber da stand dann auch Ankermannsplatz noch auf. Er war perfekt für uns. Ja, das war super. Dann konnten wir uns noch mal was am Buffet zusammenstellen. Da, also wurden satt, sagen wir es mal so. Und sind danach noch aufs Pooldeck, haben uns da noch ein bisschen was angeguckt. Die Willkommensparty haben wir leider verpasst, aber auslaufen hat schon auch ein bisschen verzögert. Ja, es wird später los. Dann dachte man schon, der Pferd gibt Jas. War aber nicht, ne? Leider nicht. Ja, viele haben sich schon gefreut, ne, die uns hier live begleiten. Ja. Also entweder vor Ort. Ne, wir haben auch schon wieder einige getroffen, gestern sehr Abend. Sehr nette auch. Gespräche. Ne? Also Grüße gehen raus. Freut uns immer, sprecht uns wie gesagt an, ist gar kein Problem. Richtig. Und auch so, die uns auf Instagram begleiten, freuen sich, dass wir jetzt auf dem Main-Schiff mal unterwegs sind. Wir wechseln ja immer so ein bisschen, ne? Ja, wir freuen uns auch, ne? Da kommt noch einiges. Richtig. So, jetzt haben wir eigentlich geplant, auf den Teide zu fahren, aber das Wetter war halt eh nicht gut, deshalb haben wir das gecancelt. Aber mir ist warm. Wir werden gleich mal hier nochmal kurz übers Schiff ein bisschen gehen und dann, wenn das Wetter noch ein bisschen aufklart, noch ein bisschen mehr, gehen wir vielleicht noch mal kurz in die Stadt. Und da seid ihr natürlich immer dabei. Wir zeigen euch alles. Seid ihr gespannt, was heute noch so passiert, ne? Vielleicht ist da noch eine Überraschung. Never know. Bei uns kommen immer Überraschungen. In diesem Sinne. Bleibt dran. Bis später. Ciao, ciao. Hafen, ne? Britta hat sich hier gerade schon was ausgesucht. Ich habe hier was ausgesucht. Ich zeige euch das mal eben. Aber das hat Britta sich ausgesucht, die kleine Jolle da. Ich hatte mir so einen Katamaran da hinten ausgesucht. Mal schauen, was das wird. Den nehmen wir. Erstmal will die Frau jetzt shoppen in der Stadt. Ich gehe jetzt rollen. Der Mann meint ja, der Weg wäre so weit. Ja. Wir sind ja am anderen Anleger. Aber hier ist ganz nett. Hier sehen wir noch die Bötchen. Weil wir sind ja heute auf der anderen Seite. Genau, mein Schiff liegt. Aber so viel weiter ist das nicht. Man geht nur gerade und jetzt geht man direkt rechter Hand in die Stadt. Ja. Also, ne, ihr könnt ja mal sagen in den Kommentaren, was ist weiter? Wart ihr schon bei beiden Anlegern? Was sagt ihr? Welche Entfernung ist weiter?
Wir gehen jetzt in die Shoppingstraße. Letztes Mal waren wir ja da hinten. Könnt ihr noch mal reingucken. Ich verlinke die Vlogs mal hier. Dann nehmen wir euch mit zum Auditorium. Das war letzte Vlogreihe. Hier auf den Kanal. Boah, hier, ich brauche keinen Bauch, Beine, Po-Kurs. Das ist wieder am Schieben hier. Ihr seht da wieder, ne? Die Mutter, die musste heute Morgen auch den Wagen mit dem Rucksack tragen. Ja. Auf dem Rücken. Du hast gesagt, du willst dich fit machen. So, wir laufen jetzt hier mal ein kleines Stück. Ja, so, guck mal, ist das bist ja nicht... du schon in der Einkaufstrieb. Genau, deshalb. Das ist ja sehr nah. Da hinten liegt das Schiff. Und ist relativ warm, ne? Ja, ist schön warm. Zwar zugezogen, aber warm, wenn die Sonne durchkommt. Ist nicht so windig, ne? Nee. Aber das wird hier auch richtig heiß die nächsten Tage. Ja. 35 Grad, also hat sie gesagt. Ja. Ne? Ja, also. Es wird warm. Hoffentlich haben die genügend Getränke an. Ah, Wasser, ne? Oh, das Eis, der Ice Cream Man ist da. Das ist wie bei den Minions, der die angelockt hat. Und die dann. Tritt jetzt erstmal ein Eis. Mit? Nee, das muss ich. Ich habe schon heute gesehen. Ja, die wollten Kavenzmann essen. Den gibt's ja hier nicht. Nee, grüner Apfel. Lecker. Grüner Apfel. Kommen wir hier nach rechts rüber. Und wir sagen mal bis später. Ciao, ciao. Fritte, was sagst du, hat sich verändert zum letzten Mal? Das Gerüst hier oder der Bauzaun ist weg. Ja, super. Und die Blumen mal hier da. Noch alles zugestellt. Jetzt können wir hier wieder langlaufen. Vier Monate später. Ich zeige euch das hier mal. Ist ja doch ganz schön anzusehen. Da hinten ist auch ein Café. Da war ich selber noch nicht. Vielleicht gehen wir da nachher noch mal hin, wo wir schon so oft hier waren. Aber ja, ist ganz schön hier. Und hier ist natürlich auch das, wo alle mal ein Foto machen. Kennen wir ja. Santa Cruz. Gehst du da rein? Ich wollte da jetzt reinspringen, ja. Ich habe Bikini drunter. Bis später. Was sagst du? Das Schiff ist weg. Oh ja, eigentlich legt das ja hier. Legt das ja hier. Wo ist das Schiff hin? Da ist so ein Armast. Das Schiff ist weg. Hier, ihr kennt das doch. Normal liegt die. Ah ne, wir sind ja mit meinem Schiff hier. Spaß. Die liegt dahinter. Aber da kommen wir jetzt gleich hin. Zu dem Dessert. Das sieht besser aus. Ne, Fritte? Das wäre unseres, ne? Mhm. Den 2F. Wir müssen 3. Das sind 3F. Für Frieda noch eins, aber ich teile mit Frieda. Von da reichen 2, ne? Und sie mal ein kleines Dessert geholt. Genau, hier kann Frieda ein bisschen rumkrabbeln. Wir wollten eigentlich auf der Kabine, haben wir gedacht, ach, so was Süßes wäre nicht schlecht. Ja, hat auch was Süßes. War okay. Aber ich zwinge mich jetzt nicht weiter zu essen. Nee. Ist gut für die Waage. Lässt du alles stehen? Wir gucken jetzt gleich mal bei der in einer besonderen Location vorbei. Für Fritte. Seid dabei.
wieder am Shoppen hier. Ja. Ihr kennt sie. Ich muss hier lang. Ja. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ist am Shoppen. Wer hat heute was gekauft? Ich du. Nicht. Kann Fritte, ich jeder tragen. Fritte hat eine neue Brille. Eieiei. Und da sind wir. Zurückgebeamt. Zurückgebeamt haben wir uns. Ja. Gegessen haben wir. Wir haben einiges gegessen. Haben wir geguckt. Frieda. Geguckt ist gut. Da waren wir mitten beim Essen, würde ich mal sagen. Ne? Frieda hat Essen gemacht. Wir waren im Ankelmannsplatz. Ja. Haben die Milch aufkochen lassen. Das, ne? Hat sehr gut geklappt. Da kriegt man so einen Pieper sogar. Genau, wie als wenn ich da was an der Teppanyaki-Station macht, kriegst du das dann auch. Kriegst du da auch so einen Pieper und dann, wenn die Milch fertig ist, wird er benachrichtigt und dann, ja, könnt ihr die nehmen, um den Brei zuzubereiten. Wir gehen hier gerade noch durch die Passage, ne? Ja, die hat, um. Die hat offen jetzt. Hier ist Shopping, sie sind ja auf See. Oh, kannst du auch das heißt, WLAN gewinnen heute. Oi. Ja, da haben wir nämlich eine kleine. Ja, eben war, muss man aber zur Rezeption. Ne? Wir hatten das vorab gebucht, das war aber nicht drauf. Ja. Mhm. Da muss man aber Bescheid sein. Ne? Fred war schon am Randalieren. Randalieren? Aber Gott sei Dank, ja. Ne? Ah, das waren wir dann am Essen und währenddessen wurde dann aufgebucht. Ja, und Gott sei Dank funktioniert das Babyfon. Auch ohne WLAN. Ja. Also das ist ja das von mein Schiff. Genau. Und deshalb, ja, das können wir auch euch bisher empfehlen. Wir testen es weiterhin noch. Ja, wir werden natürlich ein Fazit, wie immer, dazu machen. Ja, natürlich. Ja? Zu den Unterschieden zu den Rogifon auf AIDA etc. Also alles mal, ja, alles mal kommentieren und euch zur Verfügung stellen. Wir laufen hier gerade noch zum Theater, werden jetzt aber einmal reinklingen lassen. Ihr wart ja jetzt mit dabei noch auf Teneriffa heute. Oh, hier wird es dunkel. Ja, wir gehen da jetzt mal rein und nehmen noch was für euch auf. Ne? Richtig, aber wir verabschieden uns schon mal. Gehen. Genau, und dann kommt die Vorschau für den nächsten Vlog. La Palma, ne? Schön gucken, dranbleiben. Was noch so dabei ist. Vielleicht noch ein Seetag hinten dran. Da wird es interessant und wir haben noch einiges geplant. Ne? Ja. So. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dahin. Ciao, ciao. It's a pretty good crowd for a Kreuzfahrt. Länger mit dem Anlegen gebraucht. Ja, ne? Sehen, was das für eine Schleuder ist mit Kind, ne? Genau. Und wo der nächste Strand ist. Bis später. Ciao, ciao.